Moin und ein herzliches Grüezi aus der Schweiz. Ja, mein Sommerurlaub beginnt 14 Tage. Nein, ich starte hier keine Radreise. Hier bleibe ich stationär in einer Ferienwohnung und radel hier die wunderschöne Gegend ab. Hier aus Meiringen. Ja, Meiringen, das liegt ja im Berner Oberland. Unweit, ja, was Interlaken, vielleicht an der Luzern ist nicht so weit. Bern, es geht, das ist doch schon ein Stück weit weg, aber richtig schön dick in den tollsten Bergen, wie man hier sieht. Und da freue ich mich richtig auf. Ich muss dazu sagen, 2008 war ich schon mal hier vor 14 Jahren. Da war das nagelneu. Da habe ich angefangen, Pässe zu fahren. Ja, hier gibt es richtig schöne Pässe. Grimse, Susten, Große Scheideck. Die werde ich wahrscheinlich auch noch fahren, wie ich Lust habe. Aber auch noch neue Strecken, die ich letztes Mal nicht geschafft habe. Und heute, ja, was gibt es heute am ersten Urlaubstag? Eine leichte Tour? Ich glaube nicht, denn ich werde heute hier schon doch einige Höhenmeter machen, denn ich fahre hier die Brünnigstraße hoch, so einen kleinen Pass, zwar nur auf 1000 Meter hoch, das sind so 500 Meter Anstieg, da fängt es an, da geht die Steigung los und dann geht es oben, so eine Hochebene, kann man entlang fahren, dann kann man so eine kleine, ganz kleine Passstraße nochmal fahren, das ist die Winterlücke und dann kann ich hier wieder runterfahren oder fahre weiter noch zu einer Alm hoch. Also es wird nicht einfach werden. Es ist auch sehr heiß heute, sehr ungewohnt für mich aus dem Norden, wo der Sommer doch kühl nicht gerade, aber heiß auf keinen Fall war. Das ist eine Umstellung auch aufs Rennrad. Ich bin in den letzten Touren ja fast alle mit Gravelbike gefahren oder mit dem Reiserad. Also es ist schon etwas, eine große Umstellung ist es schon, aber nach der ersten Tour geht das alles wieder. Das Mountainbike habe ich auch noch mit. Da werde ich wahrscheinlich noch die eine oder andere Bergstrecke fahren. Also da kommt noch einiges. Also ich freue mich. Ja, und schöne Bilder wird es bestimmt geben. Ziemlich viel Panoram. Also wenn es zu viel wird, muss ich mich entschuldigen. Aber für mich ist das immer sehr, sehr schön hier. Auch wenn ich das hier schon mal gesehen habe. Das ist schon so lange her. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei beim kommenden Video der leichten Tour. Die erste Schwierigkeit ist bezwungen. Aber ich muss sagen, boah, das war gleich sehr anstrengend. Bis zu 13%, da stand auf dem Schild. Das waren es auch. Das war immer so etappenweise, aber ich musste auch anhalten. Also diese pralle Sonne, wenn kein Wind, nicht so wie hier oben. Alter, das haut rein. Das bin ich noch nicht gewohnt. Da musste ich echt mal kurz mal durchschnaufen. Ja, bin ja auch nicht abklimatisiert. Hier ist zwar erst nur 1000 Meter hoch, aber das merkt man doch schon ein bisschen. Ja, die anderen Pässe, die so hier in der Gegend sind, sind über 2000 Meter hoch. Ja, also da muss ich mich noch mal ein bisschen dran gewöhnen. Also das merkt man total. Aber am schlimmsten, glaube ich, wird heute auch, ich will mich nicht beschweren, die pralle Sonne. Aber zum Glück hier oben geht wieder ein schöner Wind. Das ist wunderbar. Naja, jetzt geht es weiter Richtung Hasliberg. Da gibt es bestimmt auch bessere Aussichten wie gerade eben auf der Passstraße und ist auch bestimmt ruhiger, weil da fährt ja alles längs Busse. LKWs sind heute nicht, heute ist Sonntag, aber ganz schön viel Verkehr heute. Aber ich glaube, jetzt wird es ruhiger. Thank you.
das hat sich doch gelohnt, hier hochzufahren. Hier ist ein kleiner Badesee. Perfekt für eine Pause und natürlich eine Abkühlung. Leute, die Sonne brennt. Boah. Aber was ein Panorama hier. Auf die, ja, doch 4000er schon. Leute, Gletscher, die da oben schmelzen, kann man genau sehen. Oh, wunderschön. Ich schätze mal, der See wird ziemlich warm sein. Der ist ja auch nicht sehr groß, aber egal, eine Abkühlung ist jetzt, wie man glaube ich sieht, echt vonnöten. Und dann gibt es noch was zu essen, was zu trinken. Ja, und dann geht's weiter in dieser traumhaften Gegend. Ich hätte es mir auch sehr einfach machen können, mit der Bahn hier hochzufahren. Die kommt unten von Meiring. Aber selbst schaffen ist doch schöner, oder? Das selbst geschafft zu haben. Aber es geht natürlich hier auch noch höher. Die Bahn geht da noch weiter in die Gondelbahn. Aber da ist mehr was für Mountainbike und nicht für Rennrad. Und jetzt suche ich mir mal die Winterlücke raus hier. Ob ich die wiederfinde? Naja, ich habe ein Navi mit. Also ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. 14 Jahre her, dann die Winterlücke da oben, da, dass ich da war und so, das habe ich noch im Kopf. Aber hier die ganze Strecke, ne, ist weg. Aber ist echt schön, besonders das Panorama auf die Gletscher. Unglaublich, aber es ist auch unglaublich heiß. Ich war ja baden, also keine 10 Minuten ohne Handtuch, da ist man total wieder trocken, das ist echt. Boah, das brutzelt ganz schön, aber ich will mich nicht beschweren. Echt toll. Letztes Jahr hatte ich viel mehr Regen und heute so ein tolles Wetter hier. Boah, aber ein paar Wolken sind ja doch noch unterwegs. So in den höchsten Gipfeln. Ja, da ist noch was, aber regnen soll es auf gar keinen Fall heute. Naja, weiter geht's zur, ja, Winterlücke. Den kleinen Pass Winterlücke erreicht. Natürlich tolles Panorama in Richtung Brienz und Brienzer See. Wow, einfach nur klasse. Sehr heiß und man könnte sich jeden halben Kilometer mit Wasser, kalten Quellwasser überschütten. Das ist einfach, wow, echt heiß. Ich kann das ja vergleichen mit September. Da muss ich sagen, da ist Pässe fahren viel besser. So eine Hitze wie heute, das ist ein ganz anderer Schnack. Oh, ich werde hier noch so ein bisschen genießen und dann geht's weiter. Thank you.
Abfahrt beendet. Jetzt bin ich hier auf der engsten Alpstraße. Oh, die Winterlücke war schon recht steil, immer 10-12% dauerhaft. Also wie weit ich mich erinnern kann, ist das hier nicht ganz so steil, aber auch stetig. Das war gerade eben nochmal eine Abfahrt von ungefähr 200 Höhenmetern. Und jetzt 600 Höhenmeter höher liegt die Alp. Und dann ja, wäre schön doof, wenn ich das jetzt nicht ausprobieren würde, ob ich das schaffe. Ich habe noch Zeit. 13:30 erst, also noch sehr, sehr viel Zeit. Ich kann das hier genießen. Dieses traumhafte Panorama. Ja, leider, der eine See, der ist leider kein Badesee. Oh, wäre jetzt so schön gewesen. Aber naja, ich werde es jetzt probieren. Ja, ich habe halt so viel Zeit. Ich glaube, ich werde es schaffen. Aber ruhig und sinnig, das habe ich gerade eben auch gemacht. Immer mal eine Schattenpause. Ja, wenn ein Brunnen war, ein bisschen abgekühlt, mal ein bisschen Wasser über den Kopf und alles. Das ist ein Unterschied zwischen September und jetzt, muss ich sagen. Früher bin ich immer September hier rumgefahren und da ist es doch relativ kühler. Immer noch warm, aber etwas frischer. Aber egal, ich bin jetzt hier zu dieser Jahreszeit und naja, ich will nicht meckern. Also jetzt geht's an den Versuch, da hochzufahren. Hier ist noch ein flaches Stück. Aber dann geht's ab. Ich glaube, so dauerhaft 7-8%. Aber das werde ich schon schaffen. Ruhig unsinnig. Also los geht's. Ich habe es wirklich geschafft. Ich bin hier auf der Engstenalb, den Schollensee hier, den Engstenalbsee. Oh, es war ein Krampf, muss ich echt sagen. Also ich hätte auch fast Krämpfe gehabt, das habe ich gemerkt. Ich konnte eigentlich fast nicht die Flüssigkeit nachkippen, die ich verloren habe. Das habe ich gemerkt, das war nicht mehr weit vom Krampf. Muss ich offen zugeben, besonders die letzten 2 Kilometer hier hoch. Oh, das war ein Krampf, Alter. Kampf. Wow. Ja, ich stöhne jetzt so ein bisschen. Bin auch echt richtig kaputt. Aber genau jetzt geht die Sonne ein bisschen hinter einer kleinen Wolke. Oh, das tut so gut. Oh, ja, hier oben sind auch 20 Grad auf 1800 Meter Höhe. Das ist echt super warm. Boah, das ist echt heftig, wenn man so den Berg hochfährt. Es gab ja immer mal Brunnen zwischendurch, aber man kann ja nicht unendlich viel trinken. Das geht nicht. Man merkt, dass man so ein bisschen ins Defizit kommt. Und ist kurz, ganz kurz vom Krampf muss das gewesen sein. Ich habe auch noch am letzten Meter auch noch geschoben auf dem letzten Kilometer und noch ein Stück. Auch die letzten 500 Meter hier kann man sowieso nicht mit dem Rennrad fahren. Aber ich muss sagen, das war knapp. Also wäre das 2-3 Kilometer länger gewesen. Ich glaube, ich hätte abgebrochen. Ja, aber jetzt habe ich jetzt ein bisschen Ruhe. Kann weiterhin trinken, weiterhin was essen. Die Gegend hier genießen, bevor ich dann wieder abfahre. Ja, ich habe jetzt fast 2 Stunden hier hochgebraucht. Ich habe jede Pause irgendwie genutzt, alle 500 Meter anhalten, Brunnen, abkühlen. Ja, ich muss sagen, Herbst gefällt mir doch ein bisschen besser mit Radfahren in den Bergen. So wie letztes Jahr, da war es ja nicht ganz so warm. Da ging das auch noch, aber jetzt, ja, es ist glaube ich 80% die Hitze. 19%
noch nicht abklimatisiert und 1% das Alter. Ja, es ist 14 Jahre her, dass ich hier war. Aber es ist wunderschön. Drüben alles Naturschutzgebiet auf der anderen Seite des Sees. Also eine Klasse, ein klasse Ziel. Es war wirklich nicht einfach. Also mit 8% war ich so hin richtig. Ja, das ist die Durchschnittssteigung mit allen Flachstücken. Also da waren viele 10-11%. Da musste ich teilweise immer gut anhalten und durchschnaufen. So wie jetzt auch immer noch. Aber jetzt, ja, eine gute halbe Stunde oder so werde ich bestimmt hier noch verbringen. Die kühle Brise jetzt, die hier oben herrscht, ein bisschen aufsaugen. Mehr trinken, damit wenigstens zum Schluss die lange Abfahrt und runter nach Meiring nicht doch noch irgendwie ein Krampf passiert. Denn so ein bisschen Gegensteigung ist ja auch immer noch. Boah, einsame Spitze hier. Ich kann mich hier noch dran erinnern, dass ich hier auch war. Aber an den Rest dazwischen, das ist schon fast weg. Aber jetzt habe ich ja wieder alles auf Video. Endlich. Damals habe ich nur ein paar Fotos gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die noch finde. Aber das ist echt klasse hier. Eine Empfehlung hier, ich muss ja wieder sagen, die Schweiz legt doch immer eine Schippe drauf. Boah. Ja, es waren bis jetzt, weiß ich gar nicht, 35 Kilometer bis hierhin. Höhenmeter ist auch egal. Hauptsache, ich habe es geschafft. Ja, was ich mir vornehme, das will ich auch immer schaffen, der Wille ist da, aber wie gesagt, heute war es knapp. Ach, ist einfach klasse hier. Also Pause, Erholungspause, ja, dann geht's wieder in die Abfahrt. Ruhig und sinnig, ich werde nicht runterrasen, auf gar keinen Fall, ganz ruhig. Sind auch immer so eine Gitter dazwischen, da muss man immer gut abbremsen, das rüttelt einen immer ordentlich durch. Also dann bis gleich, mal sehen, wo ich mich gleich nochmal melde. Bank der Pause, ja, so heißt es doch. Also jetzt wieder eine grandiose Bank mit toller, unglaublicher Aussicht. Also nicht ganz klar, weil es so ein bisschen Sahara-Staub in der Luft ist. Aber hier oben richtig toll. Gerade eben war mal eine Wolke vor der Sonne, das tat richtig, richtig gut. Also das muss man sagen. Aber es ist echt eine tolle Gegend hier. Ja, für Verpflegung ist auch gesorgt. Ich habe genug getrunken jetzt, Wasserreserven aufgefüllt. Aber so viel brauche ich ja nicht mehr bei der Abfahrt. Aber es ist einfach nur klasse hier. Ja, das zweite Mal war ich hier. Man hat so viel vergessen, dass dazwischen ist alles weg. Die Hauptattraktion, davon weiß man noch, aber der Rest ist absolut verschwunden. War ein toller Ausblick zwischendurch. Ja, auch wenn ich jetzt die letzten Meter hier hoch gekämpft habe. Es war klasse, aber ich habe nochmal eine grandiose Aussicht hier auf 4000er. So, auf die Eiger müsste da vorne sein. Und der Mönch müsste das auch zu sehen sein, die es da gibt. Und dann die großen Gletscher. Einfach nur traumhaft, aber so Lambsdorff muss man ja auch mal runter. Ich bin auch froh, naja, wenn ich zu Hause in der Ferienwohnung bin. Aber es dauert noch ein bisschen. Das sind ja noch fast 20 Kilometer und das meiste davon ist Abfahrt. Und ich fahre nicht dieselbe Strecke über die Winterlücke, sondern fahre gleich runter nach Innerkirchen und dann über die Hauptstraße zurück nach Meiringen. Das ist, glaube ich, die einfache Tour. Viel bergauf schaffe ich nicht mehr. Ja, also auf geht's in eine wahrscheinlich traumhafte Abfahrt. Oh, herrlich.
gut wieder angekommen. Ja, über eine Stunde habe ich runtergebraucht. Aber ich habe es auch noch wieder ruhig angelassen, zwischendurch wieder was getrunken, dass ich ja nicht noch jetzt noch einen Krampf krieg, kurz vorm Ziel. Das würde man nämlich noch ein, zwei Tage länger noch merken. Ich hoffe, es hat dann gefallen. Ich glaube, die Tour war zwar nicht einfach, aber wunderschön. Ich sage ja immer wieder, die Schweiz, die legt noch eine Schippe drauf. Ja, und auf der Abfahrt gerade eben auch wieder wunderschöne Aussichten. Ich bin ja dann zum Schluss noch die Hauptstraße gefahren, die Startstraße. Kleine Gegensteigung. Ja, ist nicht so schön, war ziemlich laut. Die kommen jetzt alle wieder aus den Bergen und wollen zurück nach Hause oder so. Und ja, da ist auch das Gebiet von dem Grimselpass, Sustenpass, Große Scheideck, wo ich wahrscheinlich auch noch längs fahren werde. Also muss ich da auch diese Steigung immer mal wieder nehmen, auch wenn ich wieder zurückkomme. Es ist alles natürlich nicht einfach, es sind Berge. Es war heute keine leichte Tour, auf gar keinen Fall. Irgendwie doch über 60 Kilometer, Höhenmeter weiß ich noch gar nicht so genau. Aber das war wunderschön. Die Anstrengung wird, wenn es nicht ganz so heiß wäre, das war echt kurz vor knapp, dass ich das nicht geschafft hätte. Aber mein Ehrgeiz wieder. Ja. Was ich hier morgen mache, das weiß ich gar nicht so genau. Das ist doch schon ein Passwert oder noch eine andere schöne Tour. Es gibt genug hier. Heute war echt so kurz vor Ende. Aber ich merke, ich habe gut getrunken jetzt. Es kommt so langsam alles wieder. Boah, und dann habe ich wohl hoffentlich wieder Energie für morgen. Also, dann danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wie man hier sagt, Salut.